dem Teuer Wärmepumpen. Kurzer Überblick über die Kennwerte. COP-Wert, das ist zum Vergleich von Wärmepumpe, unterschiedlicher Bauweise, eine Kennzahl, die man aus dem Diagramm vom Hersteller ablesen kann. Diese Jahresarbeitszahl, die gibt mir letztendlich den Ausschlag, wie hoch die Kosten eurer Wärmepumpe sind. Dann hier noch mal ein paar Daten zu meiner Wärmepumpe. Kosten Wärmepumpe. Das haben wir. Also wir haben einen Strom, den wir einsetzen. Pro Kilowattstunde plus die Mehrwertsteuer. Dann sind das ungefähr 20 Cent pro Kilowattstunde. Dann haben wir einen Grundpreis. Grundpreis für den Zähler von 74 Euro pro Jahr. Auch wieder plus Mehrwertsteuer kommen wir hier auf 88 Euro. Jetzt haben wir ja einen Durchschnittsverbrauch gehabt. 1500 Kilowattstunden. Das brauchen wir. Also ergibt sich hier dann daraus ein Preis von 20 Cent mal dem 1500 sind 300 Euro. Jetzt plus die 88, dann zahlen wir zusammen in Summe 388 Euro heizen plus Warmwasser. Pro Jahr per Anno. So. Das sind die Kosten. Haben wir ungefähr einen Arbeitspreis. Von 6 Cent pro Kilowattstunde. Dann können wir ja mal gucken, wenn wir jetzt hier unser, also Arbeitspreis wäre hier das. 20 Cent Arbeitspreis elektrisch, dann gucken wir mal. Das sind hier die 20 Cent pro Kilowattstunde. Durch die Jahresarbeitszahl. Jahresarbeitszahl. Ergibt sich quasi aus der Arbeitszahl. Und die lag ja bei uns laut dem Diagramm bei 3 bis 5. Also für die Heizung 4,5 bis 5. Also Arbeitszahl. Heizung. 4,5 bis 5 und warm Wasser bei 3 bis 3,5. Das ist ja so, Heizung, wie kann man sagen, das läuft zu 90% Heizung und 10% höchstens Warmwasser, sogar weniger. Können wir mal durchgehen, kann man sagen, so ein Durchschnitt, Jahresarbeitszahldurchschnitt ergibt sich daraus ungefähr von 4,5. Das setzen wir jetzt mal so an. 4,5 Jahresarbeitszahl. Das heißt, wir teilen hier die 20 Cent durch 4,5. 20 geteilt durch 4,5 ist 4,44 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich günstiger als die Gasheizung. Die hat ja 6. Und wir haben jetzt hier 4,4. Somit hat zumindest mal in dieser Betrachtungsweise die Wärmepumpe die Nase vorn. Jetzt weiß ich nicht, wie hoch natürlich bei Gas noch die Anschlussgebühren sind.
Dann kommt ja noch die Wartung hinzu. Weiß ich nicht, wie hoch die bei Gas ist. Bei der Wärmepumpe ist die Wartung sehr gering, wenn da nichts kaputt geht. Normal soll ja gar nichts dran sein, da läuft das Ding ohne Murre. Macht es aber nicht immer. Das wird bei der Gasheizung wahrscheinlich nicht anders sein. Das heißt, ist hier eine einfache Technik. Es kommt kein Schornsteinfeger, aber es kommt bei der Gasheizung. Bei der neuen dürfte das eigentlich auch nicht der Fall sein, weiß ich nicht. Außer einmal Strom dran schließe und am Zug mal gucken, ob noch genügend Druck drauf ist auf dem System. Ist da nicht viel zu tun. Bleibt es dann bei den Kosten. Wobei, eins muss man natürlich sagen, aber eine Wärmepumpe kostet wesentlich mehr bei der Anschaffung als eine Gastherme. Das muss man berücksichtigen. Das muss natürlich dann über die Zeit das ganze Geld wieder einspielen, was die Mehrkosten sind. Die ganze Installation, gut, vieles ist gleich. Muss man so auch mal eine Gasheizung haben. Gut, man braucht keinen Aussiegkreis, man muss kein Löschegraben, man muss keine Bodenkollekturen oder sonst was verbuddeln. Das muss man natürlich dann in der Vollkostenuntersuchung sehen, was dann da wirklich günstiger ist. Gut, deswegen ist erstmal die Kosten zur Wärmepumpe. Ja, in den Folgeteilen geht es nochmal um Schaltung und Programmierung. Bleiben Sie dran und viel Spaß!